So dann mögen die Spiele beginnen, wie ich es gern zu sagen pflege. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Da freue ich mich sehr, mit dem Protagonisten Matthias van Bergen dazu gleich dann im Detail noch wesentlich mehr. Hier seht ihr schon, worum es heute geht, denn nämlich die Big Picture Analyse, das ist Thema, Gegenstand der heutigen gut 60 bis 90 Minuten. Wir haben uns ein Stück weit Zeit eingeräumt und ich freue mich sehr, dass wir da heute, wie gesagt, einen Spezialgast begrüßen dürfen, der hier in dieser Art noch nie bei JFD zugegen war. Jetzt müsste da auch der Slide zu sehen sein. Wie gesagt, heute Big Picture Analyse zu allen Top-Märkten. Welche Märkte es speziell betrifft, das wird uns Matthias auf jeden Fall im Detail dann noch mitteilen. Auch vielleicht hier und da Einblicke zu seiner Vorgehensweise geben, denn er ist hier buchstäblich, Matthias mit Verlaub, ein alter Hase. Also er hat schon gehandelt, meine ich, da stand sogar noch die Mauer in Deutschland. Also insofern, beziehungsweise hier wirklich viel, viel Expertise. Ich bin echt froh, dass er heute hier dabei ist. Und insofern mal ein kurzes Hallo, Matthias. Ich schalte mal das Mic frei, ob die Technik funktioniert. Grüße an der Stelle. Guten So, Morgen. guten Morgen. Ja, die Stummschaltung wurde aufgehoben. Ich hoffe, das funktioniert auch. Haha. Und erstmal willkommen in die Runde. Ja, wunderbar, Matthias. Du bist super zu hören. Also die Technik funktioniert gnadenlos gut. Wenn andere sich dazuschalten wollen, auch das können wir machen, in den totalen Diskurs gehen. Aber ansonsten ist es, denke ich mal, auch für die, sage ich mal, Funktionalität des Webinars auch zweckmäßig, dass ihr, wie gesagt, das Keyboard benutzt, die Tastatur, um mit uns in den Kontakt zu gehen, wenn ihr Fragen haben solltet. Und wie gesagt, heute geht es um die großen Märkte. Wenn ihr Märkte handeln wollt, dann natürlich auch immer auf eigenes Risiko. MiFID erstmal lassen grüßen. Wir müssen natürlich hier die Risikoaufklärung geben, dass alles, was jetzt sozusagen von mir, Schrägstrich von Matthias kommt, natürlich keine Handelsempfehlung sind und jeder auf eigenes Risiko handelt. Eh klar, versteht sich von selbst. Und wer euer Marktzugang ist in diesen Zeiten, das sollte man natürlich auch prüfen. Und ich will gar nicht so viel der Worte verlieren, aber ihr solltet JFD Bank kennen. Damals als Broker gestartet, die Brokerindustrie revolutioniert. Jetzt mittlerweile auch JFD Bank und auch hier im Investmentbereich tätig und hier auch dabei, die Bankindustrie etwas zu revolutionieren. Just Fair and Direct, das ist auch kein Marketing-Slogan, sondern wir nehmen keine Trades ins Buch. Wir handeln nicht gegen die Marktteilnehmer. Das ist ein ganz, ganz elementarer Unterschied zu vielen anderen Brokern der Industrie. Und da will ich auch euch nur den Tipp geben, schaut es euch bei uns um. Wir haben da wirklich ein reichhaltiges Angebot. Jetzt wollen wir aber direkt mal in die Action gehen. Insofern, Matthias, ich gebe dir mal den Bildschirm rüber und dann, liebe Leute, werden wir mal gespannt beobachten, was Matthias uns hier sozusagen darzustellen hat. Kleiner Augenblick, jetzt gibt es einen kurzen Break. So. Jetzt. So, jetzt müsste eigentlich ein Chart des DAX-Index eingeblendet sein. Aber sowas Die von. kann ich aber sowas von. Gut, okay. Gut, das ist der Chart, den vielleicht einige schon gesehen haben in dem Video, was ich zum DAX gemacht habe. Ich möchte eigentlich jetzt nicht starten mit den Charts, sondern starten, gerade weil ja viele, die jetzt sich gerade entschieden haben, ins Trading oder in den Börsenhandel einzusteigen, dazu ein paar einleitende Worte sagen, wie man dieses Business beginnen sollte, bevor man überhaupt den ersten Trade macht, sich einen Broker aussucht oder ähnliches oder ein Chartprogramm, Geld für Bücher, Ausbildung etc. in die Hand nimmt, sollte man sich im Klaren sein, was für ein Geschäft man macht und wie man dieses Geschäft betreiben will. Dazu will ich mal Folgendes sagen. Ich eröffne ja auch keinen Tante-Emma-Laden und erwarte damit, Millionen zu verdienen. Ja, das heißt, wir müssen, wenn wir ins Trading gehen, unseren Kapitaleinsatz in ein realistisches Verhältnis zu unserem Arbeitseinsatz und natürlich unserer Ertragserwartung stellen. Das heißt, ich kann nicht erwarten, wie gesagt, ich mache an der Ecke einen kleinen Tante-Emma-Laden auf und erwarte, dass ich da eine Million Umsatz habe. Das mag vielleicht nach 50 Jahren, wenn aus Tante Emma Amazon geworden ist, funktionieren, aber am Anfang bestimmt nicht. Ja, dann muss man eben ausrechnen, hat das Ganze für mich einen wirklich
einen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich habe 1000 Euro und ich habe 10 Stunden Arbeitszeit die Woche, ja, und ich mich nur mit dem Mindestlohn entlohne, muss ich das mal umrechnen in Prozente, die ich verdiene, nur wenn ich meine Arbeit bezahle. Damit ist ja noch keine Bezahlung oder Erwartung für den Finanzaufwand mit drin. Hören mich eigentlich alle gut? Ich kann das nicht sehen, weil ich bin jetzt hier völlig taub auf dem Ohr. Matthias? Ja, du bist da, okay. Ja, du musst das jetzt nochmal, du musst nochmal von vorne beginnen. In der Tat warst du stumm. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich wollte jetzt nicht vom Stuhl hauen. Also alles super. Also wie gesagt, du steigst gleich richtig geil ins Thema ein und kurze Unterbrechung von meiner Seite, wenn jemand noch Fragen hat, wie gesagt, super Ton. Die sehe ich nämlich nicht. Ich sehe hier nichts, ob genau jemand was fragt oder ob er sich meldet oder was nicht verstanden hat. Kein Stress, darum geht's, weil du sollst genau dein Fahrplan abfahren und wenn die Teilnehmer hier sozusagen Fragen haben, deswegen wollte ich das jetzt gerade auch nochmal nutzen, weil du den Aufruf gestartet hast, also du bist zu hören, zu sehen, ich habe den Chat, kann mich auch parallel darauf konzentrieren. Ach so, okay, wenn Fragen kommen, machen wir ab und zu Pause und du... Genau, da würde ich reingrätschen und einfach sagen oder auch Fragen sammeln gern. Eine Frage habe ich direkt schon, bevor du weiter aufführst oder das Intro weiter einleitest. Du bist ja Fan vom Rosshagen. Wir sehen auch hier die Barcharts. Ich habe jetzt nur vom Roland die Frage schon reinbekommen, ob wir nicht mit Candles arbeiten können. Vielleicht kannst du dann jetzt da noch was dazu sagen. Aber kurz, okay, nein, klares Statement. Früher habe ich das witzig gesagt und habe gesagt, Kerzen, damit macht man Licht oder steckt sie sich sonst wohin. Nein, ich arbeite mit Barcharts, weil, wie wir sehen, diese Charts auch eingefärbt sind und Candlesticks-Charts, da bekomme ich einen anderen Farbeindruck. Für mich haben diese Farben, ja, dieses Hellblau, ist für mich die wichtigste Information, die mir der Chart bietet, für mein Trading, wobei wir gleich wirklich beim Part 2 sind. Ja, ich will den Businessplan, damit langweile ich die Leute. Ich weiß, ich habe vor 12, 13 Jahren mal für Bruno Stenger vor 500 Leuten auf so einer Messe einen Vortrag gehalten und habe Businessplan. Da sind natürlich die Hälfte der Leute gelangweilt rausgegangen und haben gesagt, ich will wissen, wie ich Geld verdiene und nicht so einen langweiligen Businessplan erstellen. Klarerweise. Und haben nicht begriffen, dass das die Voraussetzung für jedes Business ist, egal wie klein es ist, ob ich einen Schuhputzladen aufmache und ich erkennen muss, okay, macht das Sinn, das Ganze, wenn ich 3 Euro pro Schuh bekomme, aber nur 5 Leute am Tag die Schuhe putzen, habe ich 15 Euro verdient. Und so muss ich für das Trading auch einen Businessplan erstellen. Okay. Matthias, wer dazu nähere Informationen... Ja? Genau. Also da wollte ich sagen, also wie gesagt, gekauft. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, du hast schon getradet, wo die Mauer noch stand. Ich hoffe, ich habe mich da nicht komplett geirrt, aber du kennst dich wirklich aus und ich bin froh, deine Fachexpertise hier zu haben. Aber der Punkt an der Stelle auch, wir können da gern auch noch anschließen. Das heißt, wenn da der ein oder andere Interesse hat... Genau. Ich will das jetzt auch schon beenden. Kein Problem. Das kann ich jemandem, wer es gern möchte... So eine Planung. Irgendwann möchte er sich einfach per E-Mail melden, dann kriegt er eine Vorlage dafür, wie man das macht und was für ein Ergebnis vor allen Dingen dabei rauskommen sollte. Mhm. Und gehe gleich zum nächsten sehr, sehr wichtigen Punkt. Bevor man also viel Geld in die Hand nimmt und zig Bücher kauft, Schulungen belegt, muss man erstmal in sich hineingehen und gucken, wie funktioniert man selber? Ist man Zykliker? Das heißt, man tradet gern im Trend. Ist man Antizykliker? Man tradet gern gegen den Trend. Ja, das muss man herausfinden. Dann sollte man herausfinden, ob man vielleicht lieber in Seitwärtsbewegungen handelt. Weil was nützt es mir, wenn ich mir eine Ausbildung besorge, die ganz klar darauf setzt, in scharfen Trends zu agieren, wenn es mir nicht liegt? Ja, das heißt, das ist das Zweite, was ich machen würde, wenn ich ins Trading gehe. Erstmal schauen, in welcher Art von Trades fühle ich mich wohl. Bin ich lieber long, bin ich lieber short und so weiter und so fort. Das sind Dinge, bevor ich großartig Geld in die Hand nehme und wie gesagt eine arschteure Ausbildung erwerbe und ich einfach feststelle nach 10 Minuten in der Ausbildung, oh Gott, ja, so funktioniere ich nicht und so werde ich auch nie funktionieren. Ich versuche also mir was aufzuzwängen,
einen Trading-Stil, der mir einfach nicht liegt. Das heißt, das muss ich erstmal vorher versuchen rauszubekommen. Dann muss ich eben rausbekommen, handle ich zum Beispiel gerne Ausbrüche oder aber tue ich das Gegenteil. Ich versuche Fehlausbrüche zu identifizieren. Ja, ich persönlich ist es mir relativ wurscht. Für mich ist wichtig, dass ich einen Plan habe vom Markt. Und das verstehen eben auch viele falsch, wenn ich sage Trade-Planung. Dann denken Sie, dass das der Plan ist, was, wie ich am nächsten Tag, dass ich mich morgens hinsetze, Widerstand, Stützung in Stunden- oder 5-Minuten-Chart womöglich einzeichne und mir sozusagen Plan mache, was ich an dem Tag mache. Ich versuche jegliche Planung damit zu starten mit meinen großen Gs. Und da ist nach dem Geld, was wir abgehakt haben in der Businessplanung, kommt das G für Gehirn. Das heißt, ich versuche erstmal über Märkte nachzudenken, stundenlang, womöglich auch tagelang, und dann erst den Chart anzusehen und zu sehen, ob das, was ich mir so vorstelle, was dieser Markt macht in den nächsten Monaten, ob das übereinstimmt mit dem Bild, was ich dazu bekomme. Dieses Bild starte ich immer mit der höchsten Zeiteinheit. Ich werde nicht Tages-, Wochen- oder Monatschart mir angucken, sondern ich werde mir den Jahreschart angucken. Und wenn das Bild zu dem passt, was ich mir so eh vorgestellt und durchdacht habe, dann bin ich bereit, darüber nachzudenken, diesen Markt an bestimmten Stellen auch zu handeln. Ja, ich habe also festgestellt, ich war jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren zwei große Operationen gehabt, die mich wieder so ein bisschen zurückgeholt haben. Ich bin so, nachdem ich fast 10 Jahre raus war aus diesem, ja, Börsenbriefe, solche Webinare geben, bin ich da irgendwann wieder reingegrätscht. Und was habe ich festgestellt? Ja, habe ich Fehler gemacht, weil mir selber festgestellt ist, dass ich immer wieder man versucht es möglichst viel zu produzieren an Trades Empfehlungen und so weiter und so fort. Und das funktioniert am Ende des Tages, verwässert es und verschlechtert es ein Ergebnis, anstatt sich wirklich nur an die großen Pläne zu halten. Das heißt nicht, dass man jeden Markt richtig vorhersehen kann. Das ist auch nicht wichtig. Ich habe hunderte von Bildern, die ich mir angucken kann. Und wichtig ist, dass ich am Ende des Tages ein paar Bilder herausfinde, wo ich sage, das passt das, was ich mir über den Markt denke, zu dem, was das Bild mir zeigt. Ja. Und wenn das übereinstimmt ist, dann reichen tatsächlich 5 bis 10 Pläne in einem Jahr, um Geld zu verdienen. Ja, die Börse ist wirklich der oder als Trader ist das Wichtigste, was man lernen muss, ist, man wird nicht für, wie im normalen Berufsleben, für die Quantität kombiniert mit der Qualität bezahlt, sondern man wird eigentlich ausschließlich für die Qualität bezahlt. Das heißt, die Quantität bringt einem nichts. Wenn der Trader jetzt sagt, je mehr Zeit ich am Tag trade, desto erfolgreicher werde ich. Das ist in diesem Fall einfach nicht richtig. Das ist natürlich drin im menschlichen Bewusstsein, dass viel Aufwand, Arbeitsaufwand, ne, wenn ich sage, ich verdiene 20 Euro die Stunde und ich gehe nur 2 Stunden arbeiten die Woche, komme ich nicht klar. Da ist es also wichtig, dass ich 10 Stunden am Tag habe. Arbeite, habe ich 200 Euro. Im Trading ist das anders. Im Trading ist es wichtig, nicht zu arbeiten, sondern dann, wenn der Plan mit den Kursen übereinstimmt, aktiv zu werden. Gut, das jetzt erstmal, dieses Grundsätzliche, wie ich vorgehe, so ein bisschen abschließen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Charts. Matthias? Ja. Also erstmal danke für das Intro und an der Stelle auch danke von dem einen oder anderen Teilnehmer, der auch schon fragt, ob es ein Recording gibt. Das kann ich bejahen. Also wir zeichnen das auf jeden Fall auf und vielleicht gibt es ja auch noch ein kleines Überraschungsfeature im Rahmen der Aufzeichnungsmail, liebe Teilnehmer. Lasst euch da überraschen. Also wer jetzt hier sozusagen nicht durchhält oder gerade, was du gerade angesprochen hast, was
durchaus wichtig ist. Wie gesagt, ich bin bei weitem nicht so lange dabei wie du, aber genau hier die Qualität vor Quantität zu setzen, ist absolut wichtig und Masse ist nicht gleich Klasse. Habe auch ich festgestellt nach meinem aggressiven Trading in den ganz kurzfristigen Timeframes, das sind eben alles Sachen, die muss man erarbeiten, erlernen und da bist du auf jeden Fall neben dem, was wir ja auch immer gern predigen, sicherlich eine richtige Instanz, um wirklich aus einem Fundament der Erfahrung zu sprechen. Und insofern ist das auch neben den Big Picture Analysen und auch den Ideen, die wir hier liefern, natürlich auch genau das, worum es geht, dass ihr hier auch was mitnimmt im Rahmen eurer eigenen Education, eurer eigenen Ausbildung, in dem, wie ihr vorangeht. Und die großen Big Picture Charts, wie gesagt, ob ihr bei uns vom MetaTrader aus handelt oder eben auch Guidance nutzt oder eben auch kostenpflichtige Software, wie zum Beispiel jetzt der Matthias. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Multi-Time-Frame den Ansatz hier. Und da will ich jetzt auch gleich dich wieder zu den Charts zurückbringen, Matthias. Wir wollten noch das kurze Wort ergreifen. Und wie gesagt, Aufnahme gibt's. Und wer noch Fragen hat, unverändert einfach den Chat nutzen. Und insofern, the stage is yours. Fahr fort, Matthias. Danke dafür. Okay, danke, danke. Also, um nochmal kurz auf die Candlestick-Bar-Chart. Für mich ist eben wichtig, dieses hellblaue, ja, das ist eine Programmierung, die bei einigen Chartprogrammen möglich sein wird, natürlich nicht bei allen und bei kostenlosen Charts erst recht nicht. Und vor allen Dingen, was die wenigsten haben, sind diese Jahrescharts, und die sind für mich von eminenter Wichtigkeit, ja, weil ich daran eben wirklich sehe, ja, dieser hellblaue sagt mir aus, ich will das nicht vertiefen, weil das ist der perfekte Trade, ja, die werden mir über diese hellblauen Stäbe angezeigt. Die sagen eigentlich nicht mehr und nicht weniger aus, als dass ein möglicher, aufgrund der Länge, ja, die Länge des Stabes ist eine andere Anzeige für überkauft, überverkauft. Ja, wenn wir also hier, Entschuldigung, das sind die Fibonaccis, hier sehen, das ist das Jahr 2008, das ist das Crash-Jahr. Die Länge dieses Stabes zeigt mir an, dass hier unten am Tief dieses Stabes ein extremer Überverkaufszustand vorhanden ist. Was passiert also oftmals in Überverkaufszuständen? Die Stops werden abgeholt und die letzten, ich sage es mal wirklich so, wie es ja leider ist, Deppen steigen hier aus dem Aktienmarkt aus. Und was passiert meistens, nicht immer, es gibt nichts, was immer funktioniert, nach so einem langen Stab, der Markt geht in die andere Richtung, ja. Wenn wir dieses noch kombinieren, diese langen Stäbe mit dem Trend, ja, und der ist, das sehen wir hier auf Sicht der letzten 50, 60 Jahre, die Aktienmärkte ist aufwärts. Das heißt, wenn ich den langen Stab habe, das kann übrigens der Daytrader auch auf dem 60-Minuten-Chart machen, ja. Er hat einen Aufwärtstrend, den langen Stab gegen den Trend und wartet, dass die Stops abgeholt werden unter dem Tief hier. Wenn er dann noch zusätzliche Informationen hat, und deswegen sind diese gleitenden Durchschnitte bei mir immer drin, dass da ein gleitender Durchschnitt verläuft, wartet er ab, dass die Stops abgeholt werden. Und wenn der Markt wieder eintritt in diese lange Range, kauft er rein. Ziel, in diesem Trend drin zu sein. So, und dieses habe ich festgestellt vor 2 Wochen, dass der DAX bereits jetzt schon, ja, das kann ich auch im Kopf haben, ja, klar, 5000 Punkte Bewegung, das ist extrem viel. Und da habe ich also gesagt, okay, ich muss mal jetzt anfangen über, und jetzt kommen wir zur Trade-Planung, wie man das macht, darüber nachzudenken, wie ist die derzeitige Stimmung jetzt schon in Sachen Corona. Ich will diese Sache Corona nicht allzu sehr vertiefen, aber Fakt ist natürlich, am Anfang hat das überhaupt keiner ernst genommen. Ich sehr ernst. Ja, ich habe also Videos für ehemalige Börsenbriefabonnenten, in denen ich doch sehr auf diese Infektion eingegangen bin und wirklich auch stundenlang gelesen habe, um festzustellen, wie sehr ist das schon in dem Mindset der Börse angekommen. So, und ich war eigentlich vor 2 Wochen der Ansicht, dass wir jetzt wirklich alle im Panikmodus, im Corona-Panikmodus sind. Und was kann dann eigentlich nur noch passieren, wenn der Markt eh vom Bild her reif ist, eine Gegenbewegung einzuleiten? Das muss jetzt hier keine V-förmige Erholung werden.
oder wie eine Rückkehr zum Bullenmarkt. Aber der Markt ist meiner Ansicht nach reif gewesen, eine Korrektur zu machen. So, und auch deswegen habe ich jetzt noch mal den Jahreschart hier drin liegen gelassen, um wirklich anhand des Jahrescharts ein mögliches Ziel für diese Korrektur gleich zu haben. Ja, und da habe ich hier eben ein Doppeltief auf Jahrescharts, also resultierend aus dem Tief von 2018 und 2019, was um die 10.300 Punkte liegt. Und wo ist dieser Anstieg hingegangen? Knapp in diesem Bereich. Ja, der erste, den wir hatten, die erste massive Gegenbewegung ist hier hingegangen. Das heißt, im Prinzip liefert mir nicht immer und nicht überall der Jahreschart fast genügend Informationen, um daraus einen Trade zu formulieren. Gut, im DAX, ich will das kurz, weil viele wollen wissen, wie es weitergeht. Also ich denke, der kann bis 10,6, 10,7. Wenn es wirklich ein paar positive Meldungen noch in den nächsten Tagen gibt, wovon ich ausgehe, vielleicht auch bis 10, 8, 10, 9 gehen, dann sehen wir aller Wahrscheinlichkeit nach einen Test der Tiefs. Und dann bleibt dieser Tradingplan hier, den ich in diesem Video vor 2 Wochen gemacht habe, der bleibt erhalten. Ja, gerade wenn der Markt nochmal von oben runterkommt, und dazu gehe ich jetzt mal auf eine Zeiteinheit darunter. Zwei, das ist der Quartalschart, für mich der wichtigste Chart bei Aktien und Aktienindizes überhaupt. Also das sollte sich jeder merken, der Aktien handelt oder Aktienmärkte handelt. Der Quartalschart ist das A und O. Ja, und da sehe ich also, ich habe wieder den hellblauen, wen wundert's? Wir wissen, dass diese Abwärtsbewegung der ersten Monate ganz klar in den ersten 3 Monaten im ersten Quartal ist. Worauf warte ich dann also, dass die Stops hier unter diesem Tief abgefischt werden? Ja, das heißt, der Markt kommt irgendwie in den nächsten Wochen darunter zurück. Ja, und viele sagen, okay, jetzt hat der Markt neue Tiefs gemacht, jetzt steige ich endgültig aus. Und dann muss man sich auf die Lauer legen und hier über diesem Tief einen Kaufstopp platzieren. Und wenn der Markt runterkommt, sich die Stops abholt und beim Wiederhochlaufen steigt man als Investor ein. Gut. Okay. Der DAX an sich gibt, finde ich, vom Chart im Moment nicht so viel her. Diese Bewegung ist gelaufen und fürs Vergangene gibt man nichts. Was ich ganz interessant finde, wo eine mögliche Überraschung in den nächsten Wochen liegen könnte, ist im Rohöl. Ja, also das nicht das Brent, sondern das Crude Oil, das ist das amerikanische Öl, WTI, je nachdem, welche Bezeichnung ihr dafür benutzt, das heißt Crude Oil. Und da sehe ich also übrigens Tradingplan schon seit August 2019, dass Öl auf $25 fallen wird. Dass es doch noch viel tiefer geht, das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, aber dass es fallen wird, war schon absehbar. Abgeleitet wirklich aus ganz schlichten Überlegungen zum Teil. Ganz einfach, die Amerikaner als größter Abnehmer für Öl fallen einfach weg, weil sie selber ihr eigenes Öl fördern und sogar Exporteur werden. Das heißt, dass die Angebotsfrage war einfach ganz klar vergrößert im Gegensatz zu diesen Zeiten hier, als Öl über $100 gegangen ist. Des Weiteren haben wir glücklicherweise eine Zuwendung in Richtung erneuerbare Energien. Das heißt, die Autoindustrie setzt auf E-Fahrzeuge. Das heißt, die Nachfrage, die wird nicht unbedingt fallen, weil dafür Länder wie Indien und China als Großabnehmer in der Zukunft für Öl hinzukommen. Aber insgesamt das Paket für Rohöl war nicht mehr so, dass das Angebot steigt, die Nachfrage stagniert. Das kann sich mittel- bis langfristig nur auf den Preis auswirken. So, ich will jetzt mal kurz in den Quartalschart wechseln. Und auch da sehe ich wieder, ich habe diesen hellblauen Stab.
DAX, S&P, die haben alle schon traden viel, viel höher innerhalb dieser Range des hellblauen Stabes. Öl gibt uns womöglich tatsächlich, und ich bezeichne das in diesem Fall nicht als perfekten Trade, sondern als die sogenannte Stop-Fishing-Methode. Das heißt, ab morgen, dem 1. April, ist dieser lange Stab Geschichte. Ja, ich will mal hier so einen langen Stab zeigen. Ja, das ist im Jahre 2008 eine ähnliche Börsensituation, wie wir sie heute haben, nämlich Crash. Und wir schauen uns einfach mal, um die Historie wirken zu lassen. Die Fundamentals sind grässlich fürs Öl. Die Saudis wollen mehr produzieren und. Übrigens immer das gleiche Gelaber am Tief. Die Fundamentals, die Nachrichten sagen, kaufe bloß kein Öl, gehe short. Und wie wir alle wissen, man muss häufig das Gegenteil davon tun. Und wir sehen also, was ist hier nach diesem langen Quartalsabwärtsstab passiert in der Folgezeit. Das glaube ich nicht, dass eine derartige Bewegung einsetzt. Was ich aber, wo ich sage, ich glaube, Öl wird uns im nächsten Quartal überraschen, ist, dass zumindest eine Korrektur möglich ist. Weil, wie gesagt, das große Bild, das Angebot ist zu groß, die Nachfrage ist aufgrund der Krise stark gesunken. Das wird uns erstmal nicht verlassen. Aber an der Börse, und auch das will ich doch mal kurz sagen, es geht in diesem Spiel nicht unbedingt immer um Kaufen oder Verkaufen, sondern es geht um Stops. Das ganze Spiel Trading dreht sich um Stops. Das heißt, je mehr Leute hier im Zuge dieses langen Abwärtsstabes Short-Positionen aufbauen, desto mehr Stops können fliegen. Ja, und das ist die Methode, die dahinter steht. Deswegen nennt sie sich auch Stop-Fishing-Methode. Ich versuche Punkte zu erarbeiten, wo es wahrscheinlich ist, dass wenn sie unterschritten werden und der Markt dann wieder hochkommt, dass dann Stops von Tradern fliegen. Nicht nur Trader, auch Hedgefonds können sich übrigens verspekulieren. Und das würde ich sagen, gebe ich mal jedem mit, als für die nächsten Wochen könnte sehr interessant werden. Wie trade ich das? Ich lege mir hier einen Alarm knapp über dieses Tief. Und wenn er ausgelöst wird, dann schaue ich mir die Bilder der Intraday- und Tagescharts an. Je nachdem, wie tief es hier runtergeht. Ja, wenn ich den ersten Versuch mache, und es kann wirklich sein, dass da zwei, drei Versuche dahinter stehen müssen. Ja, das heißt, der erste, es geht runter, ich habe auf dem 60-Minuten-Chart, komme jetzt zu den Candlesticken, Hammer oder Morningstar oder irgendwas, ne, ich benutze diese Termini nicht. Ich sage einen Hammer oder einen Nagel habe ich auf 60. Ich sehe also, das Verkaufsinteresse geht trotz eines Quartalstiefs, wo womöglich noch mal viele Leute short gehen. Das ist der Verkaufsdruck entwickelt sich nicht. Und ich habe eine kleine Umkehr. Da kann jeder dann seine Charts benutzen oder seine Umkehrformationen, RSI oder MACD oder schieß mich tot. Ich will irgendeine Indikation haben, dass der Markt nicht weiter will und in dem Moment, wo er dieses Tief wieder überschreitet, kaufe ich ihn und setze darauf, dass in der Folge die Stops fliegen. Ich will das mal kurz so geschehen. Aktuell kurz darstellen. Und jetzt sind wir schon auf Wochenchart. Ja, wie so eine Stop-Fishing-Methode funktioniert. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Was sehen wir also? Das ist jetzt ein Stab, eine Woche vom Quartalschart weg. Der Markt hat sich hier gestern die Stops abgeholt unter diesem langen Bar und dreht über Nacht sofort nach oben um. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist, auf dem Quartalschart. Ja, ein Tagesschart nochmal. Jetzt gehe ich mal raus aus dem Continuation Chart in den, das ist der aktuell Most Liquid, also Most Active Frontmonat im Crude Oil. Und wir sehen, der Markt hat sich hier die Stops abgeholt. Das ist jetzt der Tagesschart. Und zack, da sind nochmal Trader gestern richtig massiv short gekommen. Und was passiert über Nacht? Der Markt zieht wieder über dieses Tief an und es fliegen erstmal die Stops. Und das genauso erwarte ich das auf dem Quartalschart. Ja, das ist jetzt hier ohne Historie vom Continuation in den Most Active, also in den
aktuellen Mai-Kontrakt. Gut, das dazu. Gibt es dazu Fragen? Also zwei haben wir zum einen. Die eine Frage, da ist vielleicht auch so ein grundsätzliches Wording von dir mal interessant. Und zwar, welche Moving Errors nutzt du denn da? Oder ist das ein Bollinger Band, die zwei roten? Aber gib doch mal eine Info, was ja, praktisch die Bänder dazu ja, sagen haben. Gern. Würde ich auf E-Mail-Anfrage alles später ein bisschen ausgearbeitet, weil ich habe dazu natürlich Wörtvorlagen und so, die das ein bisschen verkürzen, wo sich dann jeder reinlesen kann. Ich halte mich aus diesem Glaubenskrieg raus, was besser ist, ein Expo oder ich sage wirklich, es wird sich. Wer Expos bevorzugt, bevorzugt Expos. Man so muss das nehmen, womit man sich selbst wohlfühlt. Wenn man mich jetzt nach einer Beurteilung fragt, was besser ist, werde ich sagen, ich wette, verwette alles, was ich habe darauf, dass mal das eine funktioniert und mal das andere und am Ende gibt es einen Putt. Dieses, den Versuch, Dinge zu verändern, um dem Heiligen Gral näher zu kommen, halte ich für ein sinnloses Unterfangen. Ja, weil es sind nicht die Indikatoren, es sind nicht die Chartdarstellungen, ob Candle oder Bar, ob Fibonacci oder DIT. Es ist nur derjenige selber, der den Erfolg im Trading. Ne? Wenn alle die gleichen Charts und Bilder sehen und alle an der gleichen Stelle das Gleiche machen, dann kann es nicht funktionieren. Deswegen bin ich auch dahergegangen und habe versucht, für mich Methoden zu entwickeln, die kein anderer benutzt. Wie zum Beispiel eben diese Stop-Phishing-Methode und der perfekte Trade. Ja, weil ich weiß, die Menschen denken, das hier suggeriert ja, dass der Markt extrem schwach ist. Wenn er darunter geht, dann gibt es den richtigen Crash. Und das versuche ich mir zunutze zu machen. Ich benutze 50er. Ja, ich benutze 20er von den Bollinger Bändern, richtig. Das sind eben die Bollinger Bänder, die habe ich drin. Und beim 20er benutze ich ausnahmsweise noch den Expo. Das ist hier der sehr lilafarbene. Der dunkelblaue ist der 20er Simple. Das ist der 50er Simple. Die schwarze ist der 40er, hellblau, wie gesagt, 50er. Das weiße hier ist der 10er, das hellgrüne. Entschuldigung, ist der 5er, das hellgrüne ist der 10er, ich war mit dem Denken schon weiter. Dann ist für mich ganz wichtig der 100er, simple, ja. Und der 200er ist klar, der ist jetzt hier nicht drin, weil die Historie nicht lang genug ist, da kommt er. Ist der gelbe hier ist der 200er. So, das Konzentrieren auf die gleitenden Durchschnitte halte ich für überflüssig. Erst den Plan machen, dann schauen, ob ein gleitender Durchschnitt diesen Plan irgendwie bestätigt. Für mich geht immer der Plan vor und dann erst die Markttechnik. Wie gesagt, wenn alle 1, 2, 3 handeln oder Schulterkopf-Schulterformation, dann ist der Markt an einem Punkt, steigen alle ein und es wird nicht funktionieren. Das heißt, versucht eher nachzudenken, ja, und dann erst den Chart zu bemühen. Gut, also ich halte, wie gesagt, eine Überraschung im Rohöl in den kommenden Wochen und Monaten für das Wahrscheinlichste als Überraschungsmoment, ja. Die Aktienmärkte haben bereits überrascht. Die haben das hinter sich. Da jetzt, wenn jetzt einer sagt, soll ich jetzt noch einsteigen im DAX, dann kommt mein drittwichtigstes G, und das ist das G für Geduld. Du hast den Einstieg da unten verpasst, dann musst du warten, bis das nächste aus meiner Sicht, das heißt nicht, dass das jeder so macht, bis das nächste große Signal kommt. Und da sehe ich im Rohöl bessere Chancen derzeit als im DAX. Der DAX steht für mich jetzt so in einer Zone, wo ich sage, halte ich da raus. Das Ding kann heute 100 Punkte steigen, morgen 100 Punkte fallen. Der hat seinen Job, hat der Jahreschart im DAX wunderbar erledigt. Ja, die 8,2
wo ich sagte in dem Video, hey, 7,8 ist der eigentliche Einstieg, jetzt haben wir 8,2, das 5 gerade sein, rein da. Ja, einfacher war es übrigens, und dann gehen wir mal kurz zu den US-Aktienmärkten, den Einstieg zu finden jetzt in den US-Märkten. Auch da starte ich wirklich mal mit dem Jahreschart. Ja, und was fällt hier sofort auf? Plan kam vom DAX her, Plan kam von einer anderen Chartsituation, die ich gleich noch zeigen werde. Aber ich gucke auf den Jahreschart vor 10 Tagen am Wochenende und sage, hey, wir sind hier an dieser hellgrünen Linie. Da benutze ich sie. Vorher kam aber der Plan vom Jahreschart des DAXes, dass es aller Wahrscheinlichkeit eine Korrektur geben wird der Abwärtsbewegung. Und ich sehe, oh, das Gehfegehirn sagt kaufen. Und jetzt kommt die Bestätigung, die erste, eine von vielen, über den 10-Jahres-Durchschnitt. Ja, schauen mal, das funktioniert nicht immer. Aber wenn wir hier mal gucken, 3 Jahre in Folge holt sich der Markt die Unterstützung am 10-Jahres-Durchschnitt. Der Markt ist schon weit gefallen. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unterstützung erstmal hält, ist sehr groß, weil der Weg, und das ist das Wichtigste übrigens, was ich euch auch noch kurz, sorry, habe ich am Anfang vergessen. Das Wichtigste, was ihr lernen müsst, ist das Konzept der langen Wege. Das ist das A und O eines Tradings. Das heißt, wenn ein Markt, den ich kaufen will, schon zu lang, zu weit gelaufen ist, dann hat er, und das muss ich immer überlegen, was bedeutet so ein langer Stab? Das bedeutet, dass innerhalb dieses langen Stabes unheimlich viele gekauft haben. Und was wird hier oben passieren? An diesem Hoch, da kommen nur noch die letzten Deppen in den Markt rein und werden abgefischt und er fällt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Situation verpasst habt oder aber ihr wollt einen Ausbruch handeln und der Markt an dem Tag, wo ihr diesen Ausbruch plant zu handeln, ist schon sehr weit, weil der hat sehr schwach eröffnet, ganz tief. Ihr wollt den DAX, ich will es mal abstrahieren, bei 10.000 kaufen. An dem Tag, wo ihr den Plan macht, schließt er bei 9.950. Das sind nur 50 Punkte bis zu eurem Kaufpunkt. Das ist okay. Jetzt kommt er am nächsten Tag aber mit 9.800 rein. Das heißt, in dem Moment müsst ihr euren Plan verwerfen, weil ihr sagt, hey, das ist ja zum Beispiel, der Plan am Vortag sah eine Entfernung zu eurem Ausbruchpunkt, Kaufpunkt von 50 Punkten vor und jetzt kommt er am nächsten Tag aber 150 Punkte tiefer rein. Märkte werden ja nicht von denjenigen Sie haben teilweise Probleme mit der Internetverbindung. Oh je. Hören mich noch alle? Absolut gut. Also da gibt es keine Mängel. Ich habe das Fenster aufgegangen. Ich hätte angeblich Probleme mit der in der GoToWebinar. Ich soll jetzt ein Telefon benutzen und ach, die Audio. Okay, da hast du zu stark gesprochen, glaube ich, sodass okay. Die Wellenbewegung die entsprechenden Verbindungen da lahmlegt, um Gottes Willen. Nein, das ist alles gut. Das kann ab und zu mal kommen, aber du bist super zu hören. Übrigens auch nochmal kurz das Feedback gerade, weil es reinströmt. Beste Qualität, hochinteressanter Input. Weiter so. Also das Feedback durch die Bank weg und es sind auch noch immer mehr Teilnehmer dazugekommen, entgegen manchen Webinaren, wo nach 30 Minuten schon die Teilnehmerzahlen abnehmen. Also Respekt an der Stelle, Matthias. Was ich noch sagen will, gerade weil du WTI auch hattest, über JFD haben wir hier sowohl das US-amerikanische WTI als auch das europäische Brand am Start. Als CFD in dem entsprechend, das ist natürlich jetzt nicht der Spot, aber in dem Fall auch da möglich, natürlich bei uns direkt die Trading-Ideen aufzufischen. Und insofern... Ja, das hoffe ich doch, dass ich hier 1, 2 Impulse geben kann, womit ihr Geld verdienen könnt. Ich muss immer sagen könnt, weil das Entscheidende ist natürlich, was mache ich aus dem Einstieg dann? Gehe ich mit 30 Ticks Gewinn als Daytrader raus und stellt 2 Tage später fest, es könnten jetzt 300 Stellen sein, dann habe ich mit Zitronen gehandelt. Aber das ist, wie gesagt, das Management
von euch, was ihr nur ihr, da hat kein Lehrbuch, nicht der beste Tradingplan, nicht die beste Einstiegs- und Exit-Strategie, kann auf euch wirken. Das entscheidet ihr selber. Ja, deswegen können zwei Leute exakt jeden Tag den gleichen Plan haben, das gleiche machen. Der eine verliert Geld, der andere gewinnt Geld. Gut, ich will noch mal kurz dieses Konzept der langen Wege. Ja, weil es beeinflusst mein Trading immer. Wenn ich entscheide, handle ich Ausbrüche oder handle ich Einbrüche? Handle ich antizyklisch oder handle ich zyklisch? Das ist immer das Konzept der langen Wege, was dem zugrunde liegt. Ist der Weg weit gewesen und schnell gegangen, dann bin ich bereit, antizyklisch zu handeln. Entwickelt sich ein Markt treppenförmig, langsam in eine Richtung, dann werde ich niemals antizyklisch handeln, weil der Markt hier Luft holt, um dann endlich hier drüber zu gehen. Ja, geht er hier, zack, den langen Stab und macht direkt wieder so einen langen nach oben, hab wieder so einen hellblauen, dann sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass alle, die kaufen wollten, während des langen Stabes nach oben gekauft haben und er einmal rüberschaut, der Markt, und sofort wegbricht. Ja, und das ist zum Beispiel geschehen im Januar dieses Jahres. Wir haben den langen Aufwärtsstab, ja, und da nochmal, was mich dazu geführt hat. Ich habe gesagt, der Quartalschart ist für mich der wichtigste Chart. Ich habe dann also bin also bei den US-Märkten dahergegangen und habe mir jetzt die wichtigsten Aktien, die Highflyer, angeguckt, Microsoft und Apple. Ja, und ich will mal ganz kurz, weil der S&P dort, den schließe ich jetzt mal so ab. Also diese DAX-Geschichte ist das Konzept der langen Wege. Ja, wenn der Weg zu weit wird, in den Punkt, wenn ihr einen Ausbruch handelt, und der Markt hat an dem Tag schon, getrieben eben von Daytradern, muss ja immer mal überlegen, Daytrader, der bei 50 Punkten, die der Markt bisher gelaufen ist, den Ausbruch kauft, hat noch die Aussicht, die 150 nach oben zu machen. Ist der Markt von 9.800 schon bei 10.000 angekommen? Da wird doch jeder Daytrader sagen, ich habe so viel Geld auf dem Kasten, ich handle da oben doch nicht noch den Ausbruch. Das ist jetzt Widerstand geworden. Ja, und nehme eher Geld und ich fasse, wenn ich den Ausbruch handle, bei 10.000 in das Hoch rein. Ich will jetzt noch mal kurz zu den Unterschieden, und das ist ganz wichtig, wo das Konzept der langen Wege auch so gut funktioniert. Warum ich im Dezember gesagt habe, hey, Apple möchte ich einfach nicht mehr kaufen. Ja, und dazu nehmen wir mal diesen Jahreschart der Apple-Aktie. Was sehe ich hier? Diese weiße Linie ist der 5-Jahres-Durchschnitt, das entspricht in dem Fall dem 20-Quartals-Durchschnitt. Das Ganze ist auch auf 5-Minuten-Charts anzuwenden übrigens. Oder 60 oder wo ihr tradet. Ja, und es ist eine Kombination von dem Konzept der langen Wege und die Geduld, das aufzubringen, dass sich das diese lange Geschichte hier erstmal korrigiert, bevor wir wieder aktiv werden. Ich habe mir also Apple angeschaut. Was habe ich in der Apple-Aktie festgestellt? Dass egal, was sie gemacht hat, und ich bin jetzt hier mal im Jahr als reines Beispiel, 2012, entfernt sie sich sehr weit von dieser weißen Linie, dem 5-Jahres-Durchschnitt, dem 20-Quartals-Durchschnitt. Das Jahr 2013 sucht sie den Kontakt, stellt ihn her und zieht wieder stark an. Hier hat sie sich auch weit entfernt. Sie sucht wieder den Kontakt und dann geht sie wieder los. So, was habe ich jetzt also festgestellt für die Jahresplanung? Und die ging in erster Linie von Apple und Microsoft aus, wo ich gesagt habe, hey, das hier ist das Jahr 2019. Dieser Weiße war Ende 2019 noch tiefer, logischerweise. Er ist jetzt ein Stück hochgezogen. Ich festgestellt und gesagt habe, ist diese Entfernung zu groß?
Ich glaube ja, damals stand das Ding ja noch hier unten. Das ist jetzt das Jahr läuft, zieht es ein Stück hoch. Was hat die Apple-Aktie früher gemacht? Tradeplanung. So müsst ihr gucken. Immer wenn sie sich zu weit von dieser weißen Linie entfernt hat, kam im Jahr danach ein Stab, ist ein Jahr, kam der Reversal und der Kontakt zur weißen Linie. Also war für mich klar, diese Aktie möchtest du nicht mehr kaufen, egal was die Leute dir erzählen. Und wir versuchen mal 2, 3 Monate zurück zu überlegen. Ja, da kamen dann schon die 400, 500 und was weiß ich nicht alles in der Apple. Nun werden einige sagen, ja, also Corona konnten sie aber auch nicht vorher wissen. Dass der Coronavirus ist nicht die Ursache des Börsenrückgangs, ist der Auslöser. Die Ursache, die darüber will ich jetzt wirklich, weil wir wollen ja noch ein, zwei Märkte anschauen, und das staubt schon beim Reden, weil der Mund so trocken ist. Ich einfach gesagt, ey, das Ding hier, dies hier, da wird was passieren. Ich möchte diese Aktien nicht mehr kaufen. Aber ich weiß ja, ich habe Leute, die wollen Aktien kaufen. Also bin ich dahergegangen. Übrigens ein Mittel, was fast immer gut funktioniert. Dies ist die Netflix-Aktie. Was habe ich bei dieser Netflix-Aktie festgestellt? Entschuldigung, Netflix, halt. Halt, ich habe die falsche Aktie angeklickt. Die hasse ich wie die Pest. Das ist die Nvidia-Aktie. Ja, die hat auch sich hier, wie wir hier sehen, viel zu weit von der weißen Linie entfernt, hat aber im Gegensatz zur Apple-Aktie sich ganz anders verhalten. Die hat also 2018 ihr Hoch und hat das gemacht. Ja, das ist der Apple-Chart. Weit von dieser weißen Linie entfernt, hat das gemacht, was ich für Apple eigentlich noch erwarte, nämlich den Kontakt hier hergestellt. Das heißt, ich habe also dann, jetzt kommt wieder das G für Gehirn, gesagt, was die Leute wollen kaufen. Ja, die Leute wollen zu Weihnachten, wenn sie die Videos bekommen, nicht bekommen, hey, du bist alles scheiße mit der Börse. Fahr in Urlaub und verballer dein Geld im Puff oder mach sonst was, aber Aktien nicht. Du musst also eine salomonische Lösung finden. Also habe ich gesagt, okay, also diese Nvidia-Aktie hat eine große Korrektur erledigt. Sie hat den Kontakt zu diesem gleitenden Durchschnitt hergestellt. Jetzt wird jeder sagen, hättest du mal da kaufen sollen. Hätte, hätte. Ja. Darum geht es nicht. Ich analysiere den Jahresschaden. Also habe ich gesagt, es ist wahrscheinlich, dass die Nvidia-Aktie bei einer Aktienmarktstärke uns zumindest einen Test des Allzeithochs gibt. Und ich würde die bevorzugen vor der Apple-Aktie. Jetzt habe ich doch überlegt, was kann ich machen, um gegen einen möglichen Börsencrash abgesichert zu sein. Und habe gesagt, okay, wir kaufen die Nvidia-Aktie, wenn sie aus dem Jahreshoch hier hochbricht und verkaufen parallel die Apple-Aktie und haben einen sogenannten marktneutralen Spread. Das gab es für zwei Aktien, für Nvidia minus Apple. Der Spread ist sensationell gelaufen. Vor allen Dingen ist er sensationell gelaufen, weil wir letzten Montag gesagt haben, all in auf der Long-Seite. Das heißt, der Short der Apple wurde gegeben und der Long der Nvidia-Aktie wurde behalten. Den gleichen Spread gab es noch als Summenspread von Amazon. Die ich als zweitbeste Aktie, wo ich gesagt habe, hey, die Amazon-Aktie, ich gehe dazu mal auf den Quartalschart, die hat hier auch erheblich Luft geholt und es gab noch einen Summenspread. Gut, jetzt kommen wir zu den Aktien, die ich kurz zeigen will, wo ich denke, dass sie für diejenigen, die Aktien traden, eine Kombination haben aus sinnvollem Signal. Ja, Fakt ist natürlich, wenn die Aktienmärkte steigen sollen, dann werden alle Aktien überwiegend alle steigen. Ja, aber ich möchte trotzdem, wenn ich eine handel, möchte ich, dass ich eine Kombination habe von Charttechnik und G für Gehirn. Da habe ich mir die American Express Aktie rausgesucht. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie der DAX. Ja, und hat hier
ziemlich sensationell. Das ist die dunkelblaue Linie. Wer das DAX-Video gesehen hat, wird sich erinnern. Ich sage, hey, das ist der 20-Jahres-Durchschnitt. Das heißt, diese Linie bildet sich aus den Schlusskursen der letzten 20 Jahre. Die verläuft also in diesem Fall noch ein bisschen besser als beim DAX. Nahezu auf einer Linie mit diesen beiden ehemaligen Allzeithochs der American Express Aktie. Ja, aus 2000 und wem wundert's aus 2007. Wir haben den langen Stab. Das heißt, der Markt, das sagt mir, die Aktie ist stark überverkauft. Ich habe eine doppelte Stützung aus zwei ehemaligen Allzeithochs. Und ich habe den 20er Expo und den 20er. Verläuft alles plus minus um die 60 Dollar. Wer dann noch mehr Arbeit sich machen will, packt die Fibos rein. Dazu muss ich sagen, ihr werdet, wenn ihr Fibonaccis tradet, versucht immer darüber nachzudenken, wenn alle bei der 50% einsteigen, dann wird der Markt die Stops rausholen. Das heißt, das sind Dinge, die ihr im Hinterkopf habt, Fibos. Achtet darauf, dass es meistens eher zwischen zwei Fibonacci-Niveaus laufen wird, weil die Trader werden meistens rausgeworfen, die punktgenau sagen, ich kaufe die jetzt exakt dort und habe ein oder zwei Dollar Stop, dann macht das Ding einmal Ditsch, holt sie raus und dann passiert das, was die Fibo-Trader denken. American Express, Hammer um die 60, 65 Dollar. Ich gehe gleich zur nächsten Aktie, um das jetzt die Aktien im Schnellverfahren zu machen. Über Jahreschart. 20-Jahres-Durchschnitt, 3M. Ja, und schön zu sehen, die hat jetzt auch schon wirklich mal 2 Jahre korrigiert. Ja, das heißt, da geht wirklich, die hat richtig schön mal eine Gegenbewegung gegen diese jahrelange Aufwärtsbewegung gemacht. 3M um 115 Dollar, Hammer. Coca-Cola. GD nahezu übereinstimmen mit der 61,8 Fibonacci. Ja, holt die sich die Stops raus in den nächsten Wochen? Hier habt ihr zwei Möglichkeiten einzusteigen. Ihr steigt beim 20-Jahres-Durchschnitt ein als Investor, als Trader, der wartet ab, dass das Tief des jetzt ablaufenden Quartals rausgenommen wird. Darunter sich irgendwo der Wert zwischen 34 und 35, 36 Dollar fängt und platziert dann Kaufstopp hier über dem Quartalstief bei 36,28 Dollar und wird so hochgezogen in die Aufwärtsbewegung. Für diejenigen, die deutsche Aktien, die ich gar nicht so favorisiere, aber ich möchte daran erinnern, wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen anfangen, wie Donald Trump zu denken. Den Amis noch großartig Geld zu schenken und die zu unterstützen, ich weiß es nicht, ob das, wir müssen wirklich eigentlich sehen, dass unsere eigene Kiste hier ein bisschen nach vorne kommt. Und zwar habe ich da, das muss ich mal kurz, ja, MTU. Ja, sehen wir hier, die gibt's noch nicht lange genug, als dass wir ein Bollinger-Band haben, aber wir sehen hier den 20er Expo ist der lilane. Der liegt knapp unter dem Tief. Bin ich eigentlich noch on air? Logisch, na logisch. Also wenn es nicht so sein sollte, würde ich dich anrufen, Matthias. Fahr nur weiter fort. Okay. An der Stelle auch die Bemerkung, liebe Leute, Aktien, echte physische Aktien gibt es bei uns auch. Nochmal das Highlight an der Stelle, nicht CFDs, sondern tatsächlich physische Dividendentitel. Schaut euch da ruhig gerne mal um. Gerade für die langfristigen Investoren ist uns auch ein Anliegen, nicht nur das Trading zu forcieren, sondern natürlich auch als Investor aktiv zu sein. Und da biete ich, oder bieten sich, da muss ich mich kurz anschließen bei dir, Matthias, die gegenwärtigen Zeiten buchstäblich an, wenn man wirklich einen Long-Term verfolgt. Also das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Insofern feel free und alles fein und weiter im Text. Super. Ja, also 20er Expo liegt knapp unter diesen aktuellen Tiefs. Auch da gibt es zwei verschiedene Strategien. Der Investor sagt einfach, ich kaufe irgendwo bei 95 Dollar und will sie sowieso behalten und setze keinen Stop. Der Trader,
der kurz- und mittelfristig ist, der wartet ab, dass das Tief der letzten Monate rausgenommen wird, hier bei knapp 98 Euro. Und beim Wiederhochlaufen über dieses Tief ist er long dabei. Das ist also diese MTU. Dann habe ich noch eine zweite und dann war es das auch. Dann langweile ich euch nicht mehr mit Aktien, dann gehen wir in ein paar andere Geschichten noch rein. Das ist die Henkel-Aktie. Ja, die Henkel-Aktie, wie ihr sehen könnt, hat hier die dunkelblaue Linie und hier die lilane. Das heißt, das Tief notiert so zwischen zwei 20-Jahres-Durchschnitten. Ja, wir können dann noch mal etwas anderes machen. Auch noch mal. Ich benutze die Fibos wirklich immer nur als letztes. Ja, weil ich sage, es funktioniert häufig, aber es funktioniert auch genauso häufig nicht. Und aber je mehr ich auf einem Punkt, den ich handeln will, an Möglichkeiten habe, dass dort die Bewegung gegen den aktuellen Trend sinnvoll ist, desto mehr weiß ich, dass dort Trader Shorts glattstellen oder aber auch Kaufinteresse reinkommt. Und auch hier in der Henkel-Aktie passt das perfekt hier um dieses Niveau herum. Ja, um die 58 zu 60, 62 Euro. Ja, wir haben das Fibonacci der letzten großen 10-jährigen Aufwärts-, 11-jährigen Aufwärtsbewegung. Na, nee, die ist auch schon im dritten Korrekturjahr. Das heißt, sie hat eben schon, Entschuldigung, die letzten Jahre gut was abgegeben und da passt einfach alles. Und wir müssen uns immer im Hinterkopf behalten, das ist natürlich keine Artificial Intelligence, Henkel. Ja, wer Riesengewinne sucht, schnelle Aktien, die schnell sind, der muss andere Aktien wählen. Wer seine Ruhe haben will oder sein Depot mit langweiligen Werten, die aber höchstwahrscheinlich immer irgendwie funktionieren werden, dann ist das natürlich eine Henkel oder eben wie eine Coca-Cola. Warren Buffett ist ja so ein Fan davon. Er macht ein bisschen Schleichwerbung und er sagt, ich trinke jetzt in der Zeit mal zur Ruhe eine Cola bei dem Coronavirus. Ja, aber das sind eben Dinge, die werden irgendwie immer gebraucht werden und höchstwahrscheinlich immer konsumiert werden, weil ohne Klopapier und Waschmittel kommen wir nicht daher. Na, ist sicherlich nicht so, dass ich sage, ich packe mein ganzes Geld in eine einzige Henkel-Aktie, weil ich will meine Ruhe haben. Man sollte es schon mischen. Nur jetzt mit den alten Dingern wie Nvidia oder Tesla oder Amazon daherzukommen, wollte ich auch mal ein bisschen, dass wir Deutschland, nicht weil ich Nationalist oder so bin, sondern weil ich einfach sehe, hey, wir verlieren hier komplett den Anschluss, wenn wir uns nicht wirklich langsam umgucken. Gut, jetzt gehen wir mal zum nächsten großen Markt, der so ein bisschen auch wieder Nachdenken erfordert. Und zwar ist das der Goldmarkt. Ich gehe da mal zum Continuation Chart, wo ich gleich dazu sage, dass nach meinen Kriterien momentan der Markt ist nicht billig genug, um ihn zu kaufen und ist noch nicht teuer genug, um ihn zu verkaufen. Aber er hat einige andere Merkmale, die mich aufhorchen lassen. Und zwar ist das das Commitments of Traders. Und eine Situation, die ich von einem langjährigen Traderfreund mitgeteilt bekommen habe, die mir selber nicht aufgefallen wäre. Der dann mir gesagt hat, du, übrigens, Riesen-Fauxpas. Um sich wirklich, dass das Warentrade, sich die Taschen zu füllen bis zum geht nicht mehr im Gold. Ich mache eigentlich kein Backtrading. Ich mache es in diesem Fall, weil ich meine eigene Unfähigkeit damit nicht entschuldigen, aber erklären will. Hier unten, das ist jetzt der Tageschart im Gold, sagt er zu mir, du, weißt du, dass die Münzen und Barren für Gold und Silber, dass die 20, 30%, ja, wir waren gerade unter die 1500-Dollar-Marke gerutscht im Gold. Du kriegst du aber, sagt er nicht. Du versuch mal zu dem Preis momentan irgendwo eine Münze oder einen Barren oder ähnliches physisches Gold zu kaufen. Verkauft dir keiner. Nicht 20, 30% über dem aktuellen Börsenkurs.
Da waren wir übereinstimmend dazu gekommen zu sagen, okay, was ist der Trade? Wir lassen uns andienen. Nun ist das Problem, dass heutzutage Broker das nicht mehr machen. Das heißt, man muss sich einen suchen lange und mit dem muss man reden und sagen, pass mal auf, ich will angedient werden. Ich möchte in die Auslosung, man kommt dann in eine Auslosung und ich möchte das Gold physisch kaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Verdrängt, gemacht und getan, nicht umgesetzt, das war die Quittung dafür und nicht mal hier long gegangen mit einem Gewissen, weil der Trade war einfach. Einfacher kann er nicht sein. Dazu kam das Commitments of Traders und wir hatten, das haben wir übrigens auch immer noch, den Zustand, dass die weiter entfernt liegenden Handelsmonate, Kontraktmonate, also Gold als Future, wird in mehreren Monaten, Handelsmonaten. Die meint, wisst ihr alle, was das ist? Muss ich das großartig erklären, weil es würde sonst unheimlich viel Zeit kosten. Ich denke, wir sind also sicherlich eine sehr heterogene Gruppe, aber fahr hier ruhig mal fort. Das können wir definitiv in so Aufbaugeschichten beziehungsweise weiteren Kombinationsmodellen da abfahren. Also es ist soweit klar. Und der, der es nicht weiß, da können wir sicherlich dann nochmal nachwirken. Gut. Normalerweise und insbesondere im Gold. Ja, weil im Gold ist es nicht nur so, dass es gelagert und versendet oder verteilt werden muss, das Physische, was bei Sojabohnen eine Rolle spielt. Im Gold hat man natürlich auch noch einen Sicherheitsfaktor. Das heißt, du musst es lagern und du musst es vor allen Dingen auch sehen, dass es dir keiner wegnimmt. Das führt dazu, dass die weiter entfernten liegenden, ich will das nicht zu sehr ausdehnen, weil das können wir stundenlang sonst drüber reden, dass zum Beispiel das Gold, was im Dezember gehandelt wird, der Kontrakt, vom Wert her meist weit, weit über dem aktuellen Kontrakt. Ja, wir haben ja jetzt gerade einen Kontraktwechsel gehabt zum Juni-Kontrakt. Das ist jetzt der Most Active. Der April ist raus. Den gibt es nicht mehr. Und wir haben die Situation, dass die ungefähr alle gleich viel kosten. Nein, es war sogar kurzzeitig so, dass wir ein sogenanntes Backwardation hatten im April-Kontrakt. Das hielt nur ganz kurz an. Und das war natürlich in dieser Phase. Welches Problem mag dahinter stehen? Die größten Verkäufer am Goldmarkt sind die Produzenten und Commercials, nennen die sich. Das sind kommerzielle. Ja, die das fördern, die es handeln, die es physisch verkaufen. Diese sind naturgemäß meistens auf der Verkaufsseite. Ist ja logisch. Sie haben die Ware, sie wollen sie jemandem verkaufen. Und ganz, ganz selten kommt es zu der Situation, dass kommerzielle total falsch liegen. Und ich glaube, sie kommen derzeit in eine Situation, wo sie raus müssen. Weil, und jetzt kommen wir zu dem G für Gehirn, die Minen großteilig, jetzt werden viele sagen, ja, warum sind die Kurse der Minen so schwach? Die sind so schwach, weil zum Beispiel in Südafrika es eine Ausgangssperre gibt. Die dürfen also nicht mehr auf die Straße, die Leute, und erst recht dürfen sie nicht in irgendwelchen Erdlöchern rumwühlen, um für reiche Weiße Gold zu schürfen. Das heißt, dass ja, das Land liegt brach. Das ist übrigens noch nicht weltweit so. Es gibt in Kanada, in Südamerika, es gibt in Amerika überall Minen. Aber jetzt lass uns das mal kurz weiterspinnen. Die Minen machen dicht. Die Commercials treten als die größten Verkäufer am Weltmarkt auf. Die können aber nicht mehr verkaufen, weil sie nichts mehr fördern. Ich gehöre nicht zu den Verschwörungstheoretikern, die sagen, Gold wird als Krisenwährung auf 10.000 Dollar gehen. Das halte ich für groben Unsinn, weil in einer Krise kannst du Gold auch nicht essen. Aber ich versuche mich jetzt gerade anders an einen möglichen Preissprung im Gold heranzuarbeiten. Der größte Verkäufergruppe kann nicht mehr als Verkäufer auftreten, wenn sie kein Gold mehr fördern. Das heißt, das Angebot physischen Goldes kann ruckzuck komplett einbrechen. Dies wiederum bestätigt natürlich das, was dieser Traderfreund mir erzählt hat. Er sagte, Matthias, du kriegst das Gold nicht zum
Papiergoldpreis gekauft. Der Preis liegt viel höher. Warum ist das so? Weil es keinen Nachschub mehr gibt. Weil Grenzen geschlossen sind. Das heißt, selbst wenn Nachschub vorhanden ist, kommt er womöglich gar nicht mehr dort an. Weil es müssen ja Leute sein, du kannst ja Gold nicht so einfach so wie eine Ladung Sojabohnen in so einen Container tun. Ja, das ist ein beliebtes Ziel dafür, das Ding aufzubrechen. Da bin ich dabei. Nein, Spaß beiseite. Ich könnte mir vorstellen, dass die zweite Überraschung, die auf uns zukommt, und nicht, weil die Corona-Krise vorhanden ist, sondern weil Märkte einem eine, egal ob das der Tante-Emma-Laden an der Ecke ist, bei dem womöglich das Klopapier irgendwann doppelt so viel kostet, weil er sagt, hey, die Leute zahlen es ja, es zu einer massiven Angebotsverknappung der Ware Gold kommt. Das mache ich als möglichen Katalysator zu einem ungebremsten Goldanstieg als Ursache aus. Nicht die Krise. Krisen sind nicht gut für Gold. Ja, die sind als Beimischung gut. Ja, für Minen zum Beispiel ist es gut, wenn die Aktienmärkte steigen und nicht der Crash der Aktienmärkte. Weil Minen sind auch Aktien. Das heißt, diese einfachen Regeln, die von Leuten auf den Markt geworfen werden, ja, die Minen brauchen jetzt mal eine Krise, dann gehen sie los. Die Minen brauchen niedrige Zinsen und eine gute, gesunde Nachfrage nach Gold, die natürlich im Moment nicht so gesund ist, das müssen wir auch sehen. Wir haben deflationäre Tendenzen, die allerdings leicht in den nächsten Monaten, wenn wirklich was verrutscht und kein Mensch auf der Welt kann, tatsächlich den Staat oder den eigentlichen Grund für einen Wechsel von Deflation zu Inflation. Keiner kann den Termin nennen, keiner kann im Nachhinein den genauen Grund sagen. Das ist ähnlich wie bei einem Börsencrash. Ja, der Floor, der Boden für diesen Crash ist lange vorhanden gewesen und er braucht aber einen Auslöser. Und wie gesagt, wir haben das theoretische Risiko einer Hyperinflation. Aber darüber wollen wir jetzt noch nicht reden, weil es noch nicht so weit. Also Gold, hält Gold diese Marke jetzt, und dafür sind diese GDs jetzt wieder sehr sinnvoll. Ja, wenn Gold sich hier jetzt um diese, oh Mensch, ich bin so alt und sehe so schlecht, so 1540, das ist jetzt der Continuation Chart. Ich gehe mal kurz in den aktuellen Juni-Kontrakt. Da ist es um die 1600. Ja, ein paar Dollar drunter, kein Problem. Hält das in diese aktuelle Anstiegsphase der Aktienmärkte? Bleibt das da hoch? Denke ich, dass die Kommerziellen einen möglichen Short Squeeze am Goldmarkt auslösen, weil die gehen ja Verpflichtungen ein, Gold physisch zu liefern. Wenn Sie die feststellen, Sie können dieser Verpflichtung nicht mehr nachkommen und Sie müssen gegebenenfalls dafür sich von Verkaufspositionen, Shorts, also das kommerzielle zu Spekulantenverhältnis ist extrem momentan, hat sich ein bisschen gelockert in den letzten Wochen. Das heißt, die Verkaufsposition und das Open Interest im Gold ist rückläufig. Das heißt, Die Commercials merken schon, ich muss irgendwie weniger verkaufen. Das ist noch kein Problem. Ein Problem kriegen sie, wenn sie feststellen, wenn die Börse feststellt, dass sie als Verkäufer nicht mehr auftreten können, weil sie physisch nicht liefern können, weil in ihrem Land beschlossen wurde, dass eine Ausgangssperre herrscht über Wochen. Und wenn man Pech hat, über Monate. Und dann wird es nicht wegen einer Krise, sondern wegen dieser Krise, einer Krise, dass Menschen nicht mehr vor die Tür gehen dürfen, wird es zu einer massiven Preisexplosion im Gold kommen, die auch wirklich ungebremst. Und bitte nicht sagen, der Matthias, das ist so ein Verschwörungstheoretiker, die seit 20 Jahren rumlaufen und sagen, Gold geht auf 30.000. Das ist alles Müll. Ja, aber wir erarbeiten uns hier eine fundamentale Angebotssituation, die womöglich nicht mehr existiert. Also hält diese Krise
nicht die Krise an sich, sondern die Ausgangssperre. Und da kann sich jeder die Arbeit machen, sich Länder angucken, wo es viele Goldminen gibt, sich Nachrichten dazu ansehen, bei Google oder wo auch immer man solche Nachrichten findet. Es gibt Anbieter, die speziell solche Nachrichten liefern. Kommt es wirklich dazu, dass da überall gestreikt wird? Die Leute sagen, ich will nicht mehr unter Tage mich totschwitzen und meinen Nachbarn anhusten beim Hacken, ja, da sind 50 Grad in der Mine. Dann kriegen die Kommerziellen das Problem, dass sie nicht mehr als natürliche Verkäufer am Goldmarkt auftreten können. Und das würde den Weg zu einem gigantischen Anstieg des Goldpreises freimachen. Gut, ich will den Goldvortrag, der war jetzt lang genug, beenden. Habt ihr jemand Fragen dazu? Also ich bin ja auch Gold-Geld-Fan. Mehr oder weniger ist man das als in Anführungszeichen Kapitalist ohnehin, aber auch wirklich Gold-Fan und interessante Ausführungen an der Stelle. Hier kamen noch Einwürfe wie Notenbanken spielen natürlich auch eine Rolle. Du hast auch schon die deflationären, inflationären, hyperinflationären Prozesse angesprochen. Wir wissen es alle nicht genau, aber die Rahmendaten auf jeden Fall fundamental super begründet. Die Minen, viele fragen sich tatsächlich, was ist denn da los? Das ist definitiv ja, spannend. Gut, dann nehmen wir uns. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich war kurz Südafrika ist ein Riesenthema. Wo wir jetzt mal wirklich sagen, hey, das ist die ehemalige SBGL. Das war die beste Mine überhaupt von allen so ungefähr. Ja, die ist von $2, ich weiß es, die haben sie nämlich bei $2, $3 und $4 gekauft, auf über 13 angestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, du hast ja auch, ich sag mal, Harmony Gold, Goldfields, du hast ja die ganz großen Südafrikaner, wo genau du sagst, das ist eine der größten südafrikanischen. Exakt. Warum wird die so zerlegt? Die wird so zerlegt, weil die Typen da nicht mehr arbeiten dürfen. So das heißt, diese Mine kann noch so toll sein. Wenn sie kein Gold fördert, was sie verkaufen kann, kann sie kein Geld verdienen. Ergo, der Aktienkurs fällt. Relativ einfache, platte Begründung. So einfach kann Börse sein. Richtig. Und ich versuche euch immer wieder zu sagen, kommt über das G für Gehirn dann zum Chart. Und nicht immer die Bilder wälzen nach der Bestätigung für der eigenen Meinung. Und diese Meinung ist meistens nur Schrott wert. Ja, kommt daher, dass ihr euch überlegt, warum Dinge sich entwickeln können und guckt euch dann das Bild an und benutzt das Bild dazu, Einstiege dazu zu finden, die bestätigen. Zumal, Matthias, da muss man auch, ich meine, neben dem, dass wir alle nicht wissen, ob das finale Tief, sag ich mal, gefunden wurde, hast du ja auch eingangs sehr schön erklärt, dass das Stopfishing auch super, also heute wirklich viel Content neben den Big Pictures obendrein, dass man sagen muss, ich meine, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob die Aktie jetzt ihr finales Tief schon gesehen hat. Das wage ich jetzt auch mal dahin zu stellen, gerade vor der Problematik, die du jetzt auch angesprochen hast. Nee, das war keine Kaufempfehlung. Nein. Absolut. Aber ich meine ja nur, dass es grundsätzlich eben so ist, dass man da wirklich mal über den Tellerrand auch schauen sollte. Und gerade Minen, ich meine, da muss man auch sagen, gibt halt auch viele, ich sag mal jetzt Explorer oder ganz, ich meine, es ist so ein bisschen Kryptomanie, teilweise im Minensektor ja auch schon gewesen, wo irgendwelche Pommesbuden da erwirtschaftet oder erstellt werden. Deswegen schaut es auch hier gern mal auf wirklich die Big Picture, auf die Großen und versucht dann nicht mit irgendwelchen Penny-Stocks da immer schnelle Gewinne zu ziehen, weil die sind nicht ohne Grund OTC-Penny-Stock-Geschichten, wo man sagt, klar kann die sich vor 100, vor 1000 fachen, aber grundsätzlich ist das Verlustrisiko da wirklich größer. Deswegen schaut hier auch auf die fundamentalen Rahmendaten, neben natürlich dem, was uns als technischer Analyst oder Analystin vielmehr natürlich obliegt, den Chart ins Detail zu nehmen. Deswegen auch von dir gut, Gehirn-Chart, Price Action ist das A und O. Und wenn man da sein Hirn noch dazu einschaltet, kann man viel ableiten. Und da kann man jedem Chart-Basher wirklich da, ich sag mal, auch die Fahrkarte in die Hand drücken und sagen, Kollege, du hast das Prinzip der technischen Analyse nicht verstanden. Ja, für alle die da sozusagen immer auf das Chart-Analyse Trading bashen, und da gebe ich dir schon recht, wenn man sich nur auf Hammerkerzen konzentriert, trink ruhig mal kurz ein kühles Blondes, wenn man sich dann nur auf Hammerkerzen konzentriert. Ja, genau, rede du mal 2 Minuten, ich gehe tatsächlich mal meinen Mund an. Genau.
Es ist genau das. Ich dachte mir schon, ich wollte eigentlich dem Matthias vorhin schon das Mic mal kurz entziehen, wo er sagt, er hat irgendwie einen staubtrockenen Mund. Also er gibt ja wirklich Gas und wir wollen ja auch das Webinar nicht übermäßig in die Länge ziehen. Ich vermute, wir werden noch gute 15, 20 Minuten machen und da haben wir dann auch eigentlich die Range unseres heutigen Webinars soweit ja, ausgereizt. Nichtsdestotrotz kommt jetzt sicherlich noch der ein oder andere interessante Basiswert und da lasst euch gerne mal überraschen. Ich denke mal oder vermute, jetzt ist er natürlich nicht am Mic, aber nachdem er da seine Kehle gewässert hat, denke ich mal, wird er sicherlich auch nochmal auf den Kryptomarkt schauen, der natürlich auch für viele interessant ist. Ist ja noch ein absolut junger Markt. Da kannst du natürlich mit, sage ich mal, Jahrescharts noch nicht so viel ablesen, bis auf den Bitcoin eben seit 2009. Aber grundsätzlich, liebe Leute, nehmt euch heute bitte das mit, dass ihr wirklich auch immer die Multi-Time-Frame-Analyse auch ein Stück weit im Hinterkopf habt. Ja, vom Großen ins Kleine und dann je nach Timeframe, je nach Art des Investens oder Investierens oder Trading-Ansatzes natürlich dann auch mit den Zeitebenen spielt. Klarerweise, wenn du im 1-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart unterwegs sein solltest, ja, dann interessiert dich der Jahreschart mal gar nicht. Wobei es aber grundsätzlich interessant ist zu wissen, wie ist denn das Big Picture? Ja, das ist immer das, worum es geht, dass ihr auch verknüpfen müsst. Und ich habe noch mal eine Frage jetzt hier vom Ottmar. Klarerweise, hatte ich vorhin auch gesagt, warst du vielleicht noch nicht dabei, zeichnen wir das Webinar auf. Also da geht dir nichts verloren. Und Joe, an der Stelle, wo der Goldpreis dann hingeht bei der, ich sag mal, Extension, wenn er durch die Decke geht, ja, da kann man jetzt sicherlich mit gewissen Orakeln Ja, arbeiten. aber darf ich dazu kurz was sagen zum Bitte, Kursziel? du bist zurück. Fahr mal rein und Ich dann würde bin ich sagen, zurück, genau. wir Oder haben mit noch. den Kurszielen was Warte, warte, Grundsätzliches machen. Matthias, ganz kurz. No, ich weiß, wie gesagt, wir müssen im Prinzip auch mit den Teilnehmern, sag ich mal, rechnen. Die sitzen ja hier auch schon gut fast 1,5 Stunden am Desk. Ich würde sagen, Ja, so ich 15, 20 Minuten maximal. Und dann machen wir weiß. lieber noch ein zweites Webinar, weißt du? Genau, ich wollte gerade sagen, wir können gerne noch mal ein zweites. Also ich bin am Hals operiert worden. Eben Ich habe auch. einen Kloß im Hals, dauerhaft im Moment. Und mir geht es gerade schon so ein bisschen, dass man denkt, ich hätte womöglich Corona. Habe Um ich Gottes eventuell Willen. ja vielleicht auch. Ja, Aber nee, vielleicht ich hat bin man's. Ja, du. operiert worden, habe vor wenigen Wochen erst eine Operation des Halswirbels gehabt. Und ich habe gedacht, die friemeln mir hinten am Hals rum. Nee, die sind mir von vorne links, Kehlkopf beiseite geschoben, nach hinten rechts. An die Bandscheibe gegangen und deswegen habe ich so ein Kloß im Hals. Kursziele, ganz einfache Geschichte, Leute. Versucht nicht irgendwo einem Markt zu sagen, wo er hingehen soll, sondern versucht es anders zu machen. Ihr kauft einen Markt. Ja, und ich werde jetzt nicht dahergehen und ein Kursziel für Gold nennen. Wenn ihr mal Gold kauft, ja, dazu bietet sich hier diese Ansammlung von gleitenden Durchschnitten extrem an. Ja, das ist jetzt hier im Mai-Kontrakt, im Juni-Kontrakt, sorry, Silber ist im Mai, um die 1600 Dollar. Jetzt kann man immer noch mal, ja, ich habe nichts gegen Fibonaccis, sie hier reinlegen, oh, okay, da sagen wir, okay, die 38er, die werden, das ist knapp unter der 38er, das ist diese dunkelblaue Linie, kann also auch noch hier in den 50er-Bereich runtergehen. Da würde sich dieser lange Stab anbieten, der ungefähr auf der Höhe des 50ers liegt. Das ist auch noch eine massive Unterstützung. Das wäre in dem Fall bei 15,70. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht. Die Aktienmärkte steigen stark an. Gold hält sich konsolidiert. Das hier ist eine Seitwärtsbewegung, also eine trendlose Phase. Geht mal rauf, mal runter, schnell hin und her. Kursziele. Wenn irgendeiner, egal ob es eine Aktie, bei Aktien gilt das übrigens besonders. Ja, weil Aktien nun mal die einzigen Instrumente sind, die womöglich jedes Jahr steigen. Ja, wenn man sich in der Apple-Aktie jemals ein Kursziel gesetzt hat, dann garantiere ich, es war immer falsch. Das heißt, du musst also anders dahergehen und feststellen, ob du aus einem Long aussteigst oder nicht. Und das ist eine ganz einfache Frage. Setz dich jeden Tag hin und sag, willst du short gehen in diesem Markt? So fängst du übrigens jede Analyse am besten an. Du willst etwas kaufen, geh den Markt von der Verkaufsseite an und versuche Argumente gegen deinen Kaufwunsch zu finden. Und so hast du ein Kursziel. Solange du in diesem Markt nicht short gehen willst, ergo bleibst du long.
dann kommt natürlich die dritte Bewegung hinzu und das ist in die Seite. Solange du keinen Markt hast, wo du meinst, dass dein Geld besser platziert ist, weil der Long ist und du sagst, dieser Markt, dem traue ich maximal seitwärts zu und du hast aber einen anderen und brauchst das Geld und da hast du eine ganz klare Aussage, in diesem Markt möchte ich lieber Long sein als in dem. Das ist das zweite Ausstiegskriterium. Aber das Wichtigste ist, du kaufst einen Markt und solange du nicht Short gehen willst in dem Markt, bleibst du long und somit hast du auch kein Kursziel und brauchst dich nicht mit der Mathematik von Fibonacci-Ausweitungen oder ähnlichen Kram oder gleitenden Durchschnitten oder Bollinger-Bändern. Ja, das Einzige, was ich immer benutze, ist, wenn ich sage, ich habe einen zu langen Stab, das Konzept der langen Wege. Ja, und dazu hole ich noch mal ganz kurz den Jahreschart der Apple ran. Ja. Das ist der Tageschart, gehen auf den Jahreschart. Und dieser Jahreschart hat mir gesagt, dass ich in dieser Aktie eigentlich nur noch versuche, rauszukommen. Zack, die Entfernung zu diesem gleitenden Durchschnitt, zu dem Quartalsdurchschnitt, ist zu groß geworden. Oh, Entschuldigung, das ist der Halbjahreschart, sehe ich gerade, weil wir haben den Kontakt noch nicht hergestellt. Fast ist er hergestellt. Mit dem Tief hier. Das Konzept der langen Wege. Ich sage, hey, was ist wahrscheinlich nach so einem ultra brutal langen Aufwärtsstab, dass der Markt korrigieren wird? Das heißt, ich habe dann Möglichkeiten. Bin ich im Future Long? Kann ich Calls verkaufen? Bin ich in einer Aktie Long und möchte nicht aussteigen, weil ich habe irgendwie die Überzeugung, langfristig regelt sich das schon wieder. Kann ich Calls auf die Aktie verkaufen? Bin ich im Gold Future Long oder im CFD? Ja, und ich habe den langen Stab. Wie gesagt, der Vorteil von CFDs, der große, ist, dass ich höchstwahrscheinlich sie stückeln kann. Besser als im Future. Das ist der Nachteil eines Future-Kontraktes. Ich habe das Rollen, was tierisch nervig sein kann, was momentan allerdings wirklich gut funktioniert, weil tatsächlich die weiter entfernt liegenden Handelsmonate den exakt gleichen Preis aufweisen wie die Frontmonate. Das ist nie der Fall und das ist extrem bullisch. Kann ich im CFD, ich kann auch ein Future nehmen und über ein CFD-Konto da kleine Shorts dagegen legen, wenn ich Teilgewinne nehmen will aus dem Future. Aber bei CFDs habe ich meistens die Möglichkeit, ich kann die sehr viel kleiner machen. Nun muss man dazu sagen, ne, alles hat Vor- und Nachteile. JFD, und das ist der Grund, warum ich hier auch eine Schulung gebe, die platzieren wenigstens. Das ist kein Wettanbieter. 99% aller CFD Broker sind keine Broker, sondern sind Wettanbieter. Und da möchte ich ehrlich gesagt mein Geld nicht hintun. Bei JFD, die routen das durch, das ist was anderes. Da habe ich zumindest das Gefühl der Börse noch ein wenig. Es wird gehandelt und nicht gegengehalten, weil ein Wettanbieter hat immer das Interesse, dass ich meine Wette verliere. Ein Broker hat immer das Interesse, dass ich meine Wette gewinne, weil ich dann mehr Umsatz mache für ihn. Gut, das zum Thema Broker. Also, Kursziele. Ja, und wer sich diesen Chart hier anguckt, der Apple, wird sagen, jedes Kursziel, egal wie sinnvoll es zu dem Zeitpunkt war, und nehmen wir einfach mal das hier. Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, hey, oh, der Abstand zur weißen Linie, es ist übrigens im Jahre 2007, ist viel zu groß geworden. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding erstmal runterkommt, ist vorhanden. Aber am Ende des Tages war das Kursziel oder der Ausstieg wäre falsch gewesen. Ja, das heißt, Kursziele sich anhand von Entfernung, Fibonacci Extension, Bollinger Bänder, weit raus aus dem Bänder, die sind was fürs Trading, aber man muss berücksichtigen, man steigt aus der Position, will irgendwann wieder einsteigen. Ich habe das in den 30 Jahren festgestellt. Du wirst fast nie aus einer Position, aus der du einmal ausgestiegen bist, wirst du nicht fast nie wieder einsteigen, obwohl du sie besser kriegen könntest. Weil dann in dem Moment, und
dafür nehmen wir jetzt mal kurz diesen Chart. Es sei denn, du hast vorher einen Plan und kannst das Limit vorher reinlegen. Ja, wirst du immer wieder feststellen, dass du sagst, oh Mensch, aber jetzt, das ist jetzt vom Jahreschart auf den Tageschart der Apple. Ja, und wir nehmen das mal so. Und die fängt an, sich so crashartig nach unten zu bewegen. Du wirst immer wieder sagen, oh nee, ich kriege sie, glaube ich, noch einen Tick günstiger, noch einen Tick günstiger. Und wartest darauf, dass sie hier unten irgendwo hinfällt, weil ja, wenn ich sie jetzt kaufe, dann könnte sie ja doch nochmal weiterfallen. Und dann verpasst du womöglich irgendwann das, dass sie wieder so hoch geht. Und du kaufst sie wieder da, wo du sie vielleicht Anfang des Jahres verkauft hast. Das heißt, der richtige Positionstrader sollte, wenn er aus Positionen aussteigt, die er eigentlich langfristig sieht, sofort ein Rückkauflimit beim Ausstieg gleich wieder reinlegen, weil, und dass das auch mechanisch geschieht. Und nicht sagen, ich gucke mir dann den Chart immer mal wieder an, weil genau dann wird man ja feststellen, man befindet sich in einem lupenreinen Abwärtstrend. Und man will ja nicht in das fallende Messer greifen. Und wird sagen, ja, und so. Und dann kommt es plötzlich zu einer Entwicklung, wo der Markt zack, 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 V-förmig hochgeht und die Information, die man wollte, die kommt nicht. Also Ausstieg aus einem Trend, sofort das Limit reinlegen. Auch wenn es hier liegt und man damit erstmal fürchterlich im Minus ist. Man ist ja da oben ausgestiegen. Man kauft die Aktie trotzdem 50, 60 Dollar besser, als man sie verkauft hat. Gut. Bitcoin war noch eine Geschichte, ne? Da machen wir das aber kurz, weil mir geht die Puste aus. Beim Bitcoin muss ich dazu sagen, ich habe hier, das ist CQG, ich habe die herkömmlichen 1000 verschiedenen Möglichkeiten nicht. Ich habe im Bitcoin, und das ist das, was ich zum Jahreswechsel 2019 auf 20 gemacht habe. Ich einmal im Jahr gibt's ein Bitcoin-Video. Da hat wer das 2018er gesehen hat, der weiß, hier unten gab's den Long in diese Aufwärtsbewegung rein. Dieses Jahr gab's das Video Same Procedure as Every Year. Der Bitcoin findet, das gebe ich mal allen mit auf Weg, meistens im Dezember. Ja, dieser Crash hier oben, von hier oben, wurde im Dezember 2017 eingeleitet. Das Tief des Bitcoins, das bisherige, war im Dezember 2018, fast 360 Tage genau danach. Das Tief hier, dieser Korrektur auf diesen Anstieg, war wie die Jahre zuvor im Dezember. Und da habe ich dies hier als sogenannten Decision Bar. Decision Bar hat keine Aussage, ob es hoch oder runter geht. Da habe ich nur gesagt, der Dezembermonat, wenn das ein 5-Minuten-Chart ist, habe ich hier eine ziemlich saubere Korrektur der Aufwärtsbewegung. Fibonacci-Trader immer mal merken, hier sind sie gut gefahren, haben das Tief erwischt. Hier sind sie am Ende des Tages rausgeflogen. Ich habe hier den 20-Monats-Durchschnitt, der ein paar Mal nach unten rausgenommen wird. Und ich habe hier eine sehr geringe Volatilität des Dezembermonats. Ausbruch kaufen, Stop darunter. Die Entscheidung fällt an diesem Bar. Ja, gehen die Kurse darüber, werden sie steigen, fallen sie darunter, unter dieses Tief werden sie fallen. So, die Sache ist die, der Anstieg kam, jeder muss diesen Anstieg dazu genutzt haben, um sein Geld zu nehmen. Ja, wer nach einem Anstieg von 30% oder so in einem Markt noch einen Verlust produziert, der hat irgendwie das mit dem Trading nicht so ganz begriffen. Es gibt Möglichkeiten der Stop-Finanzierung, die ich bevorzuge. Es gibt die Möglichkeit, wenn der Markt so hochzieht, einen Trailing-Stop mit sich zu ziehen. Es gibt die Möglichkeit, einen Einstiegs-Stop zu verwenden. Es gibt diverse verschiedene Möglichkeiten. Ich sage immer, ich will ja einen Teil der Position hier oben raus haben. Ich versuche meinen Trade, mein Risiko zu finanzieren in diese Aufwärtsbewegung hinein und packe meinen Stop hier unten drunter, weil das dann die Vollendung einer großen Top-Formation wäre. Und wie wir sehen, fliege ich raus und habe nichts verdient. Derjenige, der einen Trailing-Stop genommen hat, der hat höchstwahrscheinlich verdient. Der mit dem Einstiegs-Stop hat auch nichts verdient. Und ich habe auch nichts verdient, weil der Markt eben einfach einen anderen Plan hatte. Das mal zu plänen. Gut, was können wir hier im Bitcoin sagen? Meine allgemeine Meinung zu
Coins ist, dass solange es da so viel Konkurrenz gibt, Tausende, Betrug an jeder Ecke und es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, noch, das kann sich ändern, ja, kriegen wir eine einheitliche Bitcoin-Währung, die auch wirklich als Währung zu nutzen ist, nicht nur im Handel gegen Euros und US-Dollars oder Franken oder Yen, sondern die tatsächlich akzeptiert wird als Zahlungsmittel in einer Kneipe, im Supermarkt. Da muss investiert werden. Alles andere, ob Ether-Coins oder Riddles oder ich kenne die Namen alle gar nicht, interessiert mich auch nicht. Das ist alles nur ein Zock. Das muss jedem klar sein, der sich in diesen Märkten rumtreibt. Es ist ein Zock, nicht mehr und nicht weniger. Bezahlen kann man damit nicht. Eine Währung, die sich um 10-20% an einem Tag bewegen kann, ist kein belastbares Zahlungsmittel. Im Mediamarkt verkauft er einen Fernseher für einen Bitcoin. Abends will er das Ding umwechseln in Euros und stellt fest, oh Gott, das Ding ist um 10% gefallen. Ich habe einen Fernseher mit Verlust verkauft. Das sind die realen Probleme. Im Unterschied zu Gold oder Silber, Platin, muss ich sagen, Gold gibt es, es gibt nur Gold. Es gibt kein zweites Gold. Ja, aber zu den ganzen Währungen gibt es tausende andere. Und jeder sagt, die ist besser als da und ich als Mensch stehe davor und sage, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe immer den Bitcoin genommen, weil ich denke, das ist das Umsatzstärkste, weil auch Umsatz spielt eine Rolle, wenn du Spreads hast. Ja, aber so als wirkliches Ding, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier Gold, die Apple und Bitcoin, dann würde ich sagen, ja, Gold und Apple nehme ich, Bitcoin möchte ich nicht. Ja, als langfristiges Investment, als Trading-Möglichkeit, absolut geil, die Bola ist gut. Was sehen wir hier? Das ist kein schöner langer Stab, aber wir sehen hier, und das ist immer das, was man mit den langen Stäben kombinieren muss, macht das Ganze hier Sinn, abzuwarten, dass das Ding hier unten die Stops abholt? Ja, fällt das Ding hier unter das Märztief, holt sich die Stops ab, kaufen mit dem Stop-Loss hier unten unter diesem Tief von 2018, 2019. Da den Stop drunter, CAV an der Stelle natürlich sensationell. Ich kaufe hier um die 4.000, ab dem Stop knapp unter der 3.000, das sind 25%, das ist für diesen Bitcoin gar nichts. Und als mögliches Kursziel, ich weiß nicht, wie es erreicht werden soll, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass den Bullen langsam die Luft ausgeht in diesen Dingern, weil es eben einfach zu viele gibt und zu viele Sachen gegen diese Coins spricht. Ja, als Kursziel. Wenn man ein extremer Bulle ist, dann sagt man immer noch 100.000. Wenn man Realist ist, sagt man, hey, ich bin doch schon froh, wenn das Ding wieder auf 10.000, 11.000 geht. Das zum Bitcoin. Ich kann, ihr merkt das, ich habe nicht zu jedem Bild eine klare Aussage. Auch das ist ganz wichtig, dass ihr das in eurem Trading lernt und beherzigt. Es ist nicht wichtig, jeden Tag den DAX vorherzusagen. Es ist nur wichtig für euch, irgendein Instrument, ob da Apple drüber klebt, Öl, Gold, S&P, Dow Jones, 3M, Henkel, ist doch wurscht. Ihr müsst ein Bild finden, wo ihr merkt, dass ihr dieses Bild richtig seht. Und das tradet ihr dann. Wenn ihr später von eurem Börsengewinn ein Auto kaufen wollt und ihr kommt in den Autosalon rein, dann fragt der Verkäufer nicht auf, also hast du dein Geld im DAX verdient? Nee, dann verkaufe ich dir das Auto nicht. Dem ist das scheißegal. Das Einzige, was er will, ist, dass du das Auto bezahlen kannst. Das heißt, versuche nicht, dir einen Markt auszugucken und dich auf den zu versteifen und zu sagen, ich bin DAX Daytrader. Sag, du bist, wenn du Daytrading machen willst, du bist Daytrader. Und du suchst dir die Bilder raus. Und du suchst so lange, bis du ein Bild gefunden hast für den Tag, wo du sagst, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Bild mir Geld gibt. Und nicht auf einen Markt versteifen und zu sagen, der Markt, das ist es, den gucke ich mir jeden Tag an, den kenne ich. Jetzt mal ganz ernsthaft, wer kennt von uns überhaupt irgendeinen Markt auf der Welt? Keiner kennt irgendeinen Markt.
Wir sind doch nicht schlauer als die Börse. Wir sind doch vor allen Dingen, dann kommt noch hinzu, mit wem legt ihr euch an? Ja, ihr legt euch mit George Soros, mit Warren Buffett, wer war gerade in der Presse, Bill Ackman oder Ackerman, hat 2,6 Milliarden verdient mit Shorts. Denen wollt ihr die Butter vom Brot nehmen. Und nun wisst ihr, ob ihr behaupten könnt, ich kenne mich in einem Markt aus. Keiner kennt irgendeinen Markt. Ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wenn ihr in einen Markt Geld reinlegt, dass ihr ihn zu dem Zeitpunkt, egal welcher Markt es ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beurteilen könnt als 50-50, wenn möglich. Gut, ich würde sagen, ich muss wieder was trinken und mein Kloß im Hals meldet sich auch. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gebracht. Man konnte ein bisschen was mitnehmen, was man vielleicht im eigenen Handel dann auch mehr oder weniger erfolgreich umsetzen kann. Wie gesagt, konzentriert euch bei den Aktienmärkten auf die wenigen Aktien, die ich euch gegeben habe. Bei denen passt wirklich fast alles. Sind wirklich schöne Bilder. Guckt ein bisschen im Gold was reinzukriegen. Guckt ein bisschen auf das Öl in den nächsten Tagen und legt euch Alarme für die Tiefs der Aktienmärkte der abgelaufenen 2 Wochen. Das heißt, darunter ist das Tief. Aktuell würde ich wirklich heute und morgen ganz schwierig die Situation. Wirklich, ist schwierig. Und wenn eine Situation nicht eindeutig ist, haltet euch da raus. Ich muss nicht jeden Tag arbeiten im Traden. Es reicht, wenn ich einen Tag in der Woche arbeite, wenn ich an dem Tag Geld verdiene und die anderen 4 Tage eine Statistik erreiche, wo ich an 2 Tagen verdient und an 2 Tagen verloren habe. Dann hätte ich mir diese beiden Tage, diese 4 Tage auch sparen können. Legt euch Alarme, macht euch Pläne. Und dann werdet ihr aktiv. Und den Rest der Zeit könnt ihr mit eurer Freundin im Kino, im Puff, auf der Autobahn, geht im Moment alles nicht, dann müsst ihr einen Fernseher oder ein Videospiel bedienen. Oder euch, oh Gott, womöglich mit jemandem unterhalten. Das ist natürlich ganz fürchterlich. Gut, dann willst du wieder übernehmen zum Schlusswort oder bin ich gar nicht on air die ganze Zeit? Nein, du bist noch da. Du bist unverändert on air. Die Stage war heute deine und das war auch gut so. Ich will ja gar nicht da meinen eigenen Senf beimischen, auch wenn ich das hier und da sicher getan habe. Aber das war heute wirklich ein Rundum-Paket. Ich kann nur sagen, danke für die Teilnahme, dass ihr auch so wirklich dabei geblieben seid. Und da ist an der Stelle für dich, Matthias, die Einschaltquoten, ich weiß nicht, die Teilnahmequote ist kontinuierlich gestiegen. Bis jetzt auf die letzten 3 Minuten sind wir entgegen der ursprünglichen statistischen Tendenz, dass man so nach 30, 45 Minuten immer weniger hat. Nahm es weiter zu, also es war definitiv spannender Content und weit über die Big Picture Analysen hinaus. Ich denke, jeder konnte richtig was mitnehmen und hat es hoffentlich auch. Denn man muss sagen, du hast dir wirklich Jahrzehnte breites und fundiertes Trading-Wissen mitgegeben und das eben in die 1,5 Stunden zu packen, war eh schon mal ein Fest neben der Chartbeschau. Und danke für deine Meinung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich nochmal bei uns bei JFD zu begrüßen in vielerlei Hinsicht. Und da haben wir natürlich mit deinem Kompagnon Peter und auch anderen, sage ich mal, ja, Ausstrahlungen deines Umkreises sicherlich viele Kontaktmöglichkeiten. Und danke auch für das Lobeslied für Broker und deren Unterscheidung. Das hast du eigentlich mal so ganz schlank in 2, 3 Sätzen zusammengefasst. Die Botschaft, die wir seit Jahren schon transportieren wollen. Und da liegt wirklich die Quintessenz. Jeder kann sich das gerne nochmal anhören. Ich höre auch gerade oder lese gerade viel gutes, super Feedback. Vielen Dank, war sehr gut. Guter Mann, schön klar beschrieben. Sehr informatives Webinar. Also wirklich, Matthias, alles richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich dich ein Stück weit vorlocken konnte aus deinem, sage ich mal, Refugium. Und du warst natürlich auch krankheitlich jetzt auch angeschlagen, also wirklich Hut ab, dass du das durchgezogen hast, dass du jetzt dabei geblieben bist oder besser gesagt dabei warst und dich zur Verfügung gestellt hast. Und jetzt wird erstmal wieder richtig fit. Wässer schön dein Kehlchen mit einem edlen Getränk des Norden. Und ich sage auf jeden Fall,
Vielen Dank für deine Teilnahme und ich will gar nicht mehr der Worte verlieren. Aufzeichnung gibt es im Nachgang, vielleicht wie gesagt noch den einen oder anderen Appetizer hinten dran für euch. Seid gespannt, schaut in euren Spam-Ordner nach für den Fall der Fälle, weil da kommen manche E-Mails auch nicht an. Und das muss ich noch ganz wichtig erwähnen, wenn ihr bei dem Company Newsletter euch deaktiviert habt, dann können wir euch auch leider da nicht anschreiben. Also wer die E-Mail-Aufzeichnung nicht bekommt, bitte nochmal eine separate E-Mail an support@jfdbank.com oder .de. Support anschreiben, könnt ihr auch bei der Kontaktfläche auf unserer Website machen. Wenn ihr die E-Mail bis Freitag nicht habt, dann meldet euch bitte, weil dann habt ihr unseren Company Newsletter nicht aktiviert und das ist DSVG. Lässt grüßen, die Regularien auch hier, dann dürfen wir euch leider das auch nicht zuschicken. Also, Ende gut, alles gut. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, viel Gesundheit, kommt gut in den 1. April und wir wollen alle nur das Beste hoffen und wie Matthias ja auch schon sagte, die Grundsätze der Crash-Problematik waren schon immer bekannt. Es war überfällig, dass der Markt knallt. Die Frage war nur der Auslöser, dass das jetzt Corona ist. Ist halt jetzt so, wie das weitergeht, werden wir spannend verfolgen. Aber Tatsache ist, die Sonne wird weiter aufgehen und wir werden uns weiter den Märkten widmen für alle die, die da das gewisse Blut geleckt haben. Also in dem Zusammenhang, Happy Trading. Danke dir nochmal ganz großartig, Matthias, gemacht und allen anderen viel Erfolg und kommt gut in den April. Ciao dabei, wir gehen damit gleich mal off. Ciao, ciao. Good luck, good trade.